Um mit Animaker Animationen zu kreieren, musst du zunächst auf animaker.com einen Account erstellen. Alle deine Projektdateien findest du im linken Reiter unter Meine Projekte. Auf deinem Dashboard findest du einige Formate und Vorlagen für neue Projekte. In der Suchleiste kannst du gezielt nach thematisch passenden Vorlagen suchen. Unten findest du den Charakterdesigner, mit dem du in der kostenlosen Version bis zu 2 Charaktere im Monat für deine Videos gestalten kannst. Pro Monat kannst du 5 Videos kostenlos downloaden. Videos lassen sich mit Animaker sehr leicht erstellen, auch ohne Vorlage. Wähle dafür zunächst das Format und anschließend eine leere Vorlage aus. Dein Video verfügt zu Beginn über eine Szene. Weitere Szenen kannst du mit dem Plus hinzufügen. In der rechten Spalte kannst du zwischen den Szenen hin und her wechseln, um diese zu bearbeiten. Wenn du dich bei der Gestaltung der Szenen inspirieren lassen möchtest, kannst du in den Vorlagen nach passenden Inhalten suchen. Für den Hintergrund kannst du Comic-Szenen, farbige Flächen, Fotos oder Videos auswählen. Achte darauf, kostenfreie Inhalte zu verwenden. Du kannst den Hintergrund, wie alle anderen Objekte auch, farblich gestalten, bewegen, spiegeln und drehen. Du kannst den Hintergrund mit Charakteren, Objekten, Texten, Fotos, Videos und eigenen Dateien füllen. Die Charaktere, die du im Charakterdesigner selbst gestaltet hast, findest du hier. Du kannst verschiedene animierte Posen und Gesichtsausdrücke kombinieren. Über das Aktion Plus Menü kannst du innerhalb einer Szene verschiedene Posen nahtlos ineinander übergehen lassen. Achte darauf, dass du jeder Charakteranimation eine genügend große Zeitspanne zuweist. Effekte für das Erscheinen und Verschwinden des Charakters sowie seine Platzierung relativ zu anderen Objekten kannst du über die Einstellungen bearbeiten. Objekte kannst du mit dem Smart Move Menü animieren. Wähle eine passende Bewegung aus und ändere deinen Bedürfnissen entsprechend die Punkte, die während der Animation abgefahren werden. Texte findest du im Textreiter. Die grafische Gestaltung des Geschriebenen kannst du anpassen. Unter dem Reiter Spezialeffekte kannst du deine Szene um besondere Ereignisse und Animationen ergänzen. Hast du genügend Objekte und Effekte auf deiner Folie platziert? Kannst du die Objekte in der Animationszeitleiste nacheinander auswählen und einstellen, wie lange sie sichtbar sein sollen und mit welchen Effekten sie auftauchen und verschwinden sollen. In der Videozeitleiste legst du fest, wie lange die einzelnen Szenen dauern sollen. In der Kamerazeitleiste kannst du dynamische Kameraeinstellungen definieren. Dafür ziehst du den Rahmen auf die Kameraeinstellung zurecht, die für die lila gefärbte Zeitspanne eingenommen werden soll. Die pinke Zeitspanne ist die Zeit, in der die Kamera zwischen den Positionen wechselt. Musik kannst du im Musikreiter auswählen und hinzufügen. Dabei kannst du verschiedenen Szenen verschiedene Lieder zuweisen. Du kannst auch eigene Lieddateien hochladen, wobei du in diesem Fall darauf achten solltest, lizenzfreie Musik zu verwenden. Eine große Auswahl lizenzfreier Musik findest du auf YouTube in der Audiomediathek des Studiobereichs. Falls du das Video mit einem eingesprochenen Text vertonen möchtest, ist es am einfachsten, wenn du mit Hilfe eines Aufnahmegeräts wie deinem Handy einen Text aufnimmst und die Sprachdatei in einem separaten Videoschnittprogramm mit dem heruntergeladenen Animaker-Video kombinierst. Tonaufnahmen klingen übrigens besser, wenn du sie unter einer Decke erstellst. Oben rechts kannst du dein fertiges Video herunterladen.